wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen. Jetzt kommt mein Text schon durcheinander. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary in der Alpha. Ja, der neue Bild ist also mitten in Donnerstag aufgespielt worden. Erstmal ganz Buffs hier durch. Was haben wir jetzt? 21, 4, 8, 7 oder so. Gab ein paar Änderungen, die hatte ich ja im Stream gezeigt. Der ist auch verfügbar, könnt ihr anschauen. Ist die Nacht hoch, ist für um 18 hochgeladen worden. Gestern in dem Falle schon. Was haben wir hier? Warsong. Kurz zu Talenten. Letztes Urteil. Einfach mehr Passivschaden. Greater Judgment. Ein sehr starkes Talent. Müsste eigentlich in eine andere Reihe. Wird wahrscheinlich noch passieren. Faust der Gerechtigkeit. Klinge des Zorns. Deswegen, damit ich aber schneller heilige Macht bekomme, um göttlichen Sturm oder den, Urteil des Händlers schneller zu benutzen. Wort der Helligkeit, weil es einfach irgendwie besser ist zu benutzen. Und hier im BG sowieso finde ich das sinnvoller als Justicas Vengeance, weil das bringt nur mir was. Kostet 5 HP, muss man auch erstmal haben. Siegel des Lichts finde ich auch die bessere Variante, weil man dann doch mobiler ist. Blazings of Justice ist halt auch passiv, weil die anderen beiden Talente sind eigentlich keine Wahl. Das bringt mir auf Dauer einfach deutlich mehr. Ehrentalente, ganz klasse, Medaillon. 10% mehr Gesundheit. Merkt man schon, 2,67 Millionen. Normalerweise hätte ich 2,4 als Taucher. 10 Meter mehr Reichweite. Da werde ich das hier jetzt mal probieren. Das habe ich erst freigeschaltet. Ihr seht, ich habe Level 19. Das gibt es dann 22. Heiliges Ritual, Aura der Rache und Rechtbringer sind so weiterhin die gleichen. Da kann ich noch nichts machen. Ich freue mich ja. Das will ich noch probieren. Da freue ich mich ja drauf. Das hier ist irgendwie in Kombination mit dem hier extrem stark. Da gehe ich mal davon aus, dass ein Nerf kommen wird. Aber gut, schauen wir mal, was hier so passiert. Raus hier. Ach, jetzt hat er schon wieder die Leisten. Ja, viele Fehler sind hier immer noch drin. Sind mir noch ein paar dazugekommen. Schauen wir einfach mal. Ich versuche natürlich, das entsprechend soweit zu erläutern, was ich gerade mache und so weiter. Aber das ist schwierig, weil ich bei meinen Sachen selbst immer noch nicht so ganz so zurechtkommen, beziehungsweise bei den Gegnern viele Sachen auch nicht so weiß. Aber ich befasse mich halt auch nicht damit, von daher. Guck mal, haben wir aber eigentlich einen Heiler dabei? Ne, wir haben keinen Heiler, scheiße. Da ist ein Priest. Gehen wir mal auf den da. Stun, CD. Das hier. Party kicken. AE-Stun. Divine Storm, gehen wir mit Pally, ich total da die Bubble an. Da ist der Priest. Shadow ist das. Okay, mal eine Pop. Jetzt krieg ich ihn nicht mehr. Da ist der Pally wieder. Priest. Na. Inline. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Speed. Und down. Den heilen. Also die Kombination Wings, Wake of Ashes und Greater Judgment ist übelst stark. Das ist noch harmlos. Dann heilen wir mal ein bisschen. Dann die Bubble 2, 1 und... Dispellen. Wo ist der Flaggenträger? Was ist denn der jetzt? Ist so blind? Ach, der ist schon durch! Ach du Scheiße! Oh, hoch, den müssen wir einfach abfangen. Ich spiele eigentlich immer auf Sieg, weil, jetzt groß rumzergen, das ist einfach Kacke. Das bringt wirklich nichts. Aber das verstehen hier viele so nicht. Die wollen halt einfach nur zergen. Kann ich irgendwo verstehen, ist ja cool, austesten und so weiter. Kriegst einen Stun. Judgment, Wake of Ashes, 5 HP, 1 TV, bleibst hier und bam, da geht er down. Flagge Hammer, du kriegst Neil und gib ihm. Was war das jetzt? Ja, das war jetzt 1,5 Mille. Na, immer noch im Kampf. Ja, es ist irgendwie ein bisschen sehr stark hier, die Kombination aus den beiden Talenten. Das eine, also die Dauer wird erhöht, also der Judgment Debuff ist bei 1 Minute 12. Die kriegen alle irgendwie doppelten, dreifachen Schaden teilweise. Also das ist schon ziemlich krass. Hier bleibst. Wo ist er hin? Der ist da. Geh mal in den Pally. Kriegst einen Stun. Oh, das ist ein Prot-Pally. Auch schon eine Weile her, wo ich einen Prot-Pally hier gesehen habe. Das ist nochmal ein Stun. HP-Aufbau. Freedom. Dann wegkommen.
Shield of Vengeance an. Prot Polly hat so unglaublich viel, aber der hat jetzt, glaube ich, irgendwie gar nichts gemacht. Verhältnis. Da ist, glaube ich, schon neu drin. Gerade noch was Anzeigeleisten. Was hat er wieder rausgeschmissen gehabt? Freedom. Der kriegt einen Stun. Wings. Wave of Ashes. TV. Dritte HP. TV. Judgment. Oh, schade, schon tot. Ah, komm, kriegt der was ab. Das stimmt jetzt. Der hat richtig was abbekommen. Die Kombination ist halt im Zerg ist unglaublich stark. Ich hatte innerhalb von 1,5 Minuten schon 18 Millionen Schaden im Zerg gemacht. Das ist echt krank. Aber es ist buggy, weil der Stun, also der Hodge, er macht Schaden und das darf er nicht mehr. Der hatte, habt ihr gesehen, das war jetzt das hier. Du bleibst hier. Hand der Hinderung drauf. Schweck kommt. Oh. Jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Ich kann aber bubbeln. Richterteil drauf. Freedom. Und down. Ist hier was? Nee, hier nicht. Ich mich mal selber. Ah, das ist wieder Pally. Bam. Mal die Leute hochheilen. Divine Storm. Gibt's aber irgendwie kaum hier. Also das ist uns ein. Naja gut. Ach genau, ich hatte, hab hier das hier, habe ich ja geskillt. Weniger Cooldown. Massiv weniger Schaden, aber 2 HP, 4 Sekunden eher, das merkt man dann schon. Man kriegt den Stun ab. TV. Hab ich vielleicht nicht gekriegt. Du kriegst Handhinderung, damit du nicht wegkommst. HP-Aufbau. Und down. So, der nächste hier wieder. Oh, 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 oh. Können wir den heilen? So, den haben wir. Der Shadow. Oh, ne, der Hunter. Da war ein Stuck. Und bam, da geht er down. Nochmal heilen. Selber schneller. Ah, 4, jetzt wird schon rausgeholt. Vom Ashbringer, genau. Ah, hier. Bisschen heilen. Oh, Lock, du Sau. Versuchst du das gar nicht stunnen. Na komm. Shield of Vengeance an. Also down. Schade. Ist das ein Tank Decay? Das ist gar nicht. Mal selber heilen. Yeah! Stufe 20. Das habe ich, glaube ich, Artefakt-Ding freigeschaltet. Oder nicht? Oh, keine Ahnung. Boah, ich habe kein Mana. Ich habe kein Mana. Wie scheiße ist denn das? Krieg ich einen? Nein, ich krieg nicht. Brauchen wir nicht. Hatte Hinderung. Sie raus. Bam, da. Warum ich da gehalten habe? Danke. Sind die jetzt zu. Ah, ne. Soll ich die Flacke holen? Nee, hab ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Flacke will ich überhaupt nicht. Ah, nehme ich sie halt. Will ja gewinnen. Die Ehre braucht man echt. Gibt's da jetzt was? Ah, ne, noch nicht. Ja, schnell bin ich nicht. Aber das. Ah, stimmt ja. Freedom. Das muss ich. Ach, das wollte ich gucken, ob es stackt, genau. Willst du sie haben? Na, komm her. Du bist doch schneller. Genau, du kannst doch über das ganze BG fliegen. Fliegen, springen, rollen, was auch immer. Ja. Ja, gegen die Decke. Ja, nochmal gegen die Decke. Ja, mach's doch. So gehört sich das. Oh Gott. ABGs konnte ich schon heute machen. Oh, geil. Nein! Ah. Kick, CD. Na, ah, hat nochmal erwischt. Das ist jetzt kacke, weil das jetzt der andere abnippelt.
wahrscheinlich. Shield of Vengeance an. Kick, Inline. Komm, sterb einfach mal. Ah, okay, hat nicht gereicht. Ja, war noch ordentlich. Oh, 8-0, das ist ja schon lang nicht. Das ist sauschwer, ohne Hammer des Zorns da groß Schaden zu machen. Und die Leute zu killen. Aber so, es gibt gar nicht so. Also, es kommt auf die Gruppe drauf an. Also so extrem viele Kills gibt es oft gar nicht. Naja gut, ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, ab damit in die Kommentare oder Twitter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!